Kriegen wir da irgendwie Stufe 3 oder sowas raus? Nicht so aus, ne? Was kriegen wir denn da? Da können wir nochmal gucken. Was ist das? Okay, Stufe 2 Forschung. Ah, kann man mitnehmen. Aber im Prinzip ist das hier auch nur alles Stufe 1, ne? Oder Stufe 2, was wir alles schon haben. Das brauchen wir alles gar nicht. Shit. Das ist alles echt blöd. Ich meine, wir räumen mal auf, dann können wir unser Schiff rufen. Ganz in Ruhe. So. Klappt ja doch ganz gut, ne? Ich hätte gedacht, das ist ein bisschen schwieriger. Gut, wir sind jetzt natürlich auch schon ein bisschen gelevelt, muss man ja sagen. Wir sind ja schon so ein bisschen, ach, ich drücke mal die falsche Taste. Sind ja schon ein bisschen jetzt ausgerüstet und wissen schon, was uns erwartet. Trotzdem, stecken wir noch unheimlich ein. Oder wir stecken unheimlich ein, das ist gar nicht mal so schlecht, kann man ja sagen. Aber da hinten liefen welche, ne? Ja, da hinten. Aber immer noch kein Analysator. Wundert mich ein bisschen. Gucken, wo wir den herkriegen. So, ich pack mal die Waffe weg, ne? Vorsichtshalber. Nicht, dass sie wieder anfangen, hier rumzuballern. Ach so, ich wollte was wegschmeißen. Warte mal. Das brauchen wir nicht. Das brauchen wir nicht. Das brauchen wir nicht. Das brauchen wir nicht. Gut, den Rest behalten wir. So. Ich würde, glaube ich, einmal unter Tage fahren, oder? Warum ist der rot? Achso. Ich fahre einmal runter. Kernkapazität 0? Warum 0? Warum haben wir keine Kernkapazität? Hä? Warum haben wir keine Kernkapazität, sag mal? Was ist da los? 800 Energie. Hä? Habe ich irgendwas verpasst oder so? Ja, wir brauchen auf jeden Fall Munition. Granaten. 72 von 72, okay. Würde mich mal interessieren, ob jetzt... Er nimmt trotzdem noch was rein. Okay, also stimmt die Anzeige wahrscheinlich nicht. Was ist denn mit der Kernkapazität? 0 von 150? Aber wie kann das sein? Okay, mal gucken. Vielleicht können wir ja schon mal irgendwas herstellen. Wundert mich jetzt ein bisschen, dass da jetzt, vielleicht deswegen, vielleicht wegen der Kernkapazität läuft das so langsam. Kann das sein? Warte mal, können wir noch eine Dings herstellen? Stufe 3 können wir herstellen. Nice, Ehre. Ich würde tatsächlich einmal noch ein Kernkraftwerk vielleicht bauen. In Stufe 2 vielleicht. Dazu brauchen wir Eisenplatten. 4 Stück, ne? Und dann Module brauchen wir, genau, müssen wir einmal rauffahren. Das können wir ja mal eben schnell machen. Mit der... Jetzt hoffe ich, drücke ich den richtigen. Nein, ich drücke wieder den falschen. Mann, 6 rauffahren, 7 runter. Der Bohrer ist für runter. Gucken wir mal, ob es vielleicht daran liegt, wenn wir nochmal irgendwie ein Kohlekraftwerk einbauen. Das würde ich vielleicht einmal hier oben an der Decke setzen. Da haben wir ja noch Platz. Ich speichere nochmal eben schnell. So. Das ist das hier, ne? Genau. Kohlekraftwerk. So. Kernpunkte 5. Schauen wir mal. Lassen wir das mal eben. Modul nicht geöffnet. So, aber jetzt. So, jetzt stellt er es her. Okay. Okay. Kein Material vorhanden. Ist ja nicht schlimm. Das kann er auch nochmal eben herstellen.
Legierungsbaren 2, was brauchen wir dafür? Eisenerz und Titanerz. Oh, da müssen wir unbedingt. Das brauchen wir. Titanerz. Mal gucken, wo wir es herkriegen. Eisenerz wissen wir ja. Fertig? Oh, nice. Okay. Kohlekraftwerk. Weil hier ist auch alles rot irgendwie. Ah, fuck, ich brauche den Schraubenschlüssel. Nicht, dass hier alles, gleich den Bach runtergeht und wir nichts mehr machen können. Vor allem, warum zeigt er hier null an Munition? Haben wir hier nichts mehr? Pistolenmuni. Schrotflintenmuni. Hä? Was ist denn hier los? Doch, Kernkapazität 150 jetzt. Aber wieso ist der denn da rot am Blinken? Was ist denn mit dem? Ach so, das ist hier Granatwerfermunition. Ach so. Lul. Da können wir mal reparieren. So ein bisschen unser Schiff wieder in Stand bringen. So. Deswegen leuchtet der rot. Aber jetzt ist die Kernkapazität wieder da, ne? Vielleicht lag es jetzt wirklich daran. Können wir mal eben gucken. Können wir... Was wollen wir denn jetzt herstellen? Ich brauche nochmal Rüstung. Am besten zwei Stück. Ja, jetzt geht das auch schneller. Guck mal an. Eisenplatten, Eisenrohre. Ja, jetzt geht das auch viel schneller. Na, guck mal einer an. Wisst ihr? Jetzt geht das auch. So, dann holen wir mal eben die Rüstung. Zwei Stück reichen mir, glaube ich, jetzt erstmal. So. Dann brauchen wir Munition für die MP. Dreimal würde ich nehmen. Schrotflintmuni würde ich einmal mitnehmen. Und ich brauche, glaube ich, für unseren Granatwerferturm, ja, oder für unseren Granatenwerfer würde ich, glaube ich, mal ein bisschen was mitnehmen. So, Eisenrohre. Soll das mal herstellen? Ich speichere mal eben. Wie kommen wir an Titanerz dran? Das müssen wir haben. Titanerz. Kristalle, mach ich noch mal ein paar. So. Achso, nichts mehr da, okay. Wir können aber hier mal bei der Forschung jetzt mal eben schnell gucken, was wir bauen können. Und zwar brauchen wir Forschungsdatenstufe 3, ne? War doch, glaube ich, so, ne? Fortschrittliche Produktion. Produktion war... Haben wir doch gar nicht, ne? Aber wir können hier die Forschung aufwerten. Ah, da brauchen wir aber den Analysator für. Aber wie funktioniert das denn hier? Nach Aufwertung suchen. Das brauchen wir. Das heißt, wir müssen das erstmal suchen. Okay, gut. Haben wir alles mitgenommen? Aus dem Lager? Munition? Lebensenergie haben wir. Granaten wollen wir noch bauen, siehste. Hier wird gar nicht angegriffen. Verstanden? Oh, Cockpickaxe. Nice. Aber es ist ein bisschen ruhiger, ne? Gerade. Trotzdem brauchen wir... Hatten wir jetzt noch Granatwerfermunition, weil der geballert hat? Hatten wir da noch irgendwas in Reserve? Ich gucke mal. Doch, Granatwerfermunition haben wir doch. Der ist jetzt auch wieder Dings. Kann sein, dass es auch am Dings lag. So, Stahlrumpfteile. Können wir unseren Rumpf ausbauen eigentlich mittlerweile auf Stufe 3? Das müsste hier sein, Aufwertung, ne? Legierungsbarren Stufe 2 und Raffineriedaten Stufe 2. Wir brauchen unbedingt
Dieses Titanerz, das können wir machen. Da müssen wir jetzt nachgucken, wo wir Titanerz herkriegen. Eisenerz. Eisenmine. Vielleicht, dass wir mal da hinfahren, zum Bergblick. Ist eh 4 Minuten. Dann würde ich sagen, wir fahren mal zur Eisenmine in die Richtung. Da wir ja sowieso jetzt gleich Vulkanausbruch haben, fahren wir mal los. Und gucken mal, ob wir irgendwo Titanerz herkriegen. Vielleicht ja sogar unterirdisch, bin mir nicht sicher. Schauen wir mal. So. Dann können wir nochmal schauen. Keine Materialien vorhanden? Was brauchen wir denn? Kupferrohre. Haben wir doch. Ach, Kupferrohre. Ich bin so doof. Granaten sind echt gut, ne? Gut, jetzt fährt's langsamer. Oder? Oder produziert's schneller? Granaten gehen langsamer, okay. Aber was sagt unsere Anzeige? Wir bräuchten echt mal so eine Anzeige hier zwischen. Damit finde ich mal da vorne. Kernkapazität 0. Okay, also nur wenn es ausgefahren ist, wahrscheinlich haben wir dann 150. Gut, okay, alles klar. Wir wollten fahren, ne? Lass uns das mal machen. Vielleicht irgendwo hier oben mal hinfahren. Nehmen wir mit, nehmen wir mit. Nehmen wir mit, nehmen wir mit. So. Durch die Höhlen. Eisenerz 6-mal. Alter, das liegt doch mitten. Ob wir das schaffen, da durchzufahren? Ich weiß es nicht. Ich traue mich nicht. Warte mal, ich speichere jetzt erstmal. Nur zur Sicherheit. Habe ich gespeichert? So, schnell speichern. Oh, Gott sei Dank. Strandort. Kriegen wir irgendwo hier Dings her? Oberfläche brauchen wir jetzt eh nicht fahren. Schacht zwischen Ebene 1 und 2. Bergblick. Aber wir wollten ja eigentlich... Wo war denn die Karte? Hatten wir nicht eine Karte gehabt? Hatten wir nicht irgendwo eine Karte? Ich meine... Ich pack mal die Waffe weg. Ich meine, wir hatten irgendwo eine Karte gehabt. Wo ist die MP-Munition? Hier, die wollen wir mitnehmen. Genau wie die Granaten. Auch nicht mehr so viele, ne? Warte mal. Granaten, können wir noch welche herstellen, oder? Schwarzpulver brauchen wir. Gar kein Problem. Brauchen wir Schwefelpulver für? Haben wir nicht mehr. Oh. Haben wir kein... Haben wir nicht mehr? Oh, wir haben keine Grundversorgung mehr. Das ist schlecht. Das, ja. Oh, okay, gut. Dann, brauchst du nicht mehr herstellen. Dann lassen wir es erstmal so. Wir warten erstmal ab, dass der Vulkan jetzt ausbricht. Dann können wir nochmal nach oben fitschen. So, das haben wir alles soweit da drin. Lalalala. Ja, wir brauchen dieses andere Erz. Unbedingt. Finden wir das irgendwo? Neuesten Stand, Komponente. So ein Schiff brauchen wir, was so eine Anzeige hat, glaube ich. So einen müssen wir angreifen. Ich düse mal nach vorne. Wir schon mal. Schmelzsee. Weiß halt nicht, wo es hier überall hingeht, ne? Stärkte Rumpfteile Teil 1. Ne, Teil 2, glaube ich.
Oh, Kessel, nehmen wir mit. Ist jetzt neu gespawnt alles, hat man gerade gesehen. Eisenerz. Na, da, na, na, dahin. Okay, da ist nichts. Wir sollten auf jeden Fall mal gucken, dass wir jetzt nach oben kommen. Irgendwie finde ich den Weg nicht. Wir sollten echt mal gucken, dass wir auf die Karte... Haben wir nicht hier eine Karte? Warte mal, Karte? Nee. Das ist nur Fortbewegungskarte, ne? Gefährlicher Grast. Oder Grat. Gefährlicher Grat. Da fahren wir mal hin. Ist mir jetzt egal, ob das so heißt oder nicht. Wir können ja wieder abtauchen. Speichern. Ausrüsten. Nachladen. Alles, was wir haben. Wahrscheinlich gibt es hierfür auch bessere Munition, ne? Könnte ich mir vorstellen. So. Da, da müssen wir hin. Ehre. Ist gerade da, das ist super. Abtauchen ist Bohrer. Nein, abtauchen ist das. Mein Gott, ich vergesse das mal. Oh Gott, wo bin ich denn hier? Hier ist Wasser. Hä? Wieso ist das Drillship da unten? Oh nein. Ich will hier wieder rauf, hilf mir. Da ist Stufe 2 und das ist Stufe 3. Mit den Sternen sieht man das, glaube ich. Wir finden da wahrscheinlich nicht das, was wir brauchen, oder? Wo sind wir hier überhaupt? Hier ist alles so duster. Wir waren hier, glaube ich, noch gar nicht gewesen. Hello? I need Forschung 3? Dass der nicht hochkommt, ne? Der ist bestimmt irgendwo unterirdisch. Ich meine, wir können das angreifen, aber bringt uns wahrscheinlich gar nichts, ne? Ich weiß, wo wir bestimmt Erz bekommen. Unterirdisch, in den Tunneln. Wahrscheinlich gibt es da neue Erzvorkommen. Dieses Titanerz, das gibt bestimmt hier unterirdisch. Das ist bestimmt nicht hier oben. Also in den neuen Tunnelgebieten unter dem zweiten Bereich hier. Würde ich für wetten. Das ist normales Eisenerz. Aber wenn wir schon einmal hier sind, können wir einmal hier erkunden. Weil der ist nämlich auch unten. Pass auf, ich rufe nochmal das Schiff. Nein, mit der 7. So. Einmal hier lang gehen. Was ist das? Oh, Eisenerz. Hui, Alter, hier ist eine Mine mit Dings. Uff. Gut, dass wir die gefunden haben. So, einmal gucken, was hier sonst noch ist. Hier ist, glaube ich, Gebiet Ende, ne? Genau, hier kommen wir nicht weiter. Nur einmal aufdecken, dass wir hier so ein bisschen schon mal alles aufgedeckt haben. Das ist halt interessant, damit wir auch mal sehen, wo es hier überall hingeht. Da drüben ist bestimmt Gebiet 3, könnte ich für wetten. Heiß, heiß und fettig. Hu, ha, ha, hu, ha, ha, hu, ha. Meinst du, wie heiß das da ist? Das ist also, ne? Do you know? Do you know what I mean? Okay, unser Schiff ist da. Dann düsen wir mal dahin. Oh, Schiff 3 ist weg. Egal. Ist nicht schlimm. So, hier waren wir auch noch nicht. Was liegt denn da drin, da hinten? Ach, da ist ein Gebäude im... Oha. Okay. Vielleicht gibt es ja auch eine Titanmine. Man weiß es ja nicht, ne? Uff. Okay. Das ist nicht unser Schiff, das ist das Stufe 2 Schiff. Da, den Bereich würde ich gerne. Ich wollte jetzt mit dem Finger auf dem Bildschirm zeigen. Da wollte ich hin. Ist denn das? Das ist hier rechts an dem Dings vorbei. Aber wenn wir einmal hier oben... Ah doch, das Schiff ist noch da. Mal überlegen, ob wir einfach unterirdisch mal fahren, um zu gucken. Wie riesig unser Schiff einfach geworden ist, ne? Das ist einfach unfassbar. So cool. Unglaublich einfach. Mega.
Genau, ich würde jetzt einmal da unten erkunden. Einmal hier, bevor wir jetzt gleich runterfahren. Ich hoffe, das Schiff 3 ist gleich noch da. Weil Titan werden wir bestimmt, ja, die greifen uns jetzt an. Würde ich für wetten. Oder? Greifen die uns an? Hui! Ist schon wieder soweit. So, ich glaube, wir können jetzt natürlich einiges auch bauen mit den ganzen Sachen, die wir haben. Na, Panzer brauche ich, eine Revolvermunition brauche ich nicht. Nö, will ich jetzt nicht. Haben wir nachgeladen? Ja. Gibt's hier vielleicht eine Mine? Das wäre halt noch ein Traum. Also hier geht's nicht weiter. Hier ist Ende der Karte, da komme ich nicht weiter rüber. Hier war, glaube ich, der Dings zu Ende. Aber gibt es hier vielleicht so eine Mine? Vielleicht noch in dem Bereich, aber sieht nicht danach aus. Aber wir können unser Schiff mal unterirdisch schicken. Nein. Ach, immer das Falsche. So. Was ist das denn hier? Artilleriemodul, Eisen, Eisen, Eisenschrott, Eisenschrott. Oh, das ist ganz toll. Müsste alles da sein. Dann würde ich hier mal unser Schiff rufen. Wenn es unter Tage gefahren ist. Müsste ja eigentlich jetzt gleich unten sein. Hoffe ich mal. Aber ich glaube nicht, dass hier irgendwo noch eine Mine ist. Es wird wahrscheinlich die einzige Eisen-Kohlemine ist hier. Wie viel hatten wir denn hier drüben? Wir hatten hier eine Kohlemine, wir hatten Schwefelmine, Kupfermine, das war es. Drei Minen hatten wir. Und hier weiß ich nicht, ob hier... Wie gesagt, hier ist halt... Ne? So, dann können wir hier unser Schiff rufen. So, mit der... Ja, jetzt war es richtig. Oh. Moin, Jungs. Gut, ich speichere mal. Zack.